Ich habe natürlich wieder unsere Autoren, die der eine oder andere ja mit Sicherheit schon kennt, hier bei mir im virtuellen Sendestudio. Da ist die Gypsy Payne, Hallo zusammen. der Christian Knight, Hallöle. die Gypsy Payne und Lisa Hallo Stüdler. zusammen. Ja, hallo und Der schönen guten Christian Knight. Abend. Ja, heute will ich es mal. Hört sich gut an, andersrum machen. Heute möchte ich erstmal darüber reden, was ist in dem letzten Monat oder ja ein bisschen mehr als einem Monat bei euch so in eurem Schreiberleben passiert. Na dann, Chris, was ist dann in den letzten Wochen bei dir so alles passiert? Bis auf, wie man ja schon hört, dass du kaum noch eine Stimme hast. Ja, es liegt daran, dass ich zu viel Hafer gefuttert habe, um mein Hörbuch einzusprechen. Nein, Quatsch. Das hat jemand gemacht, das kann. Ja, also bei mir ist von In der Hand des Kriegs ja das Ganze auf per Audible jetzt auch als Hörbuch erschienen. Freue ich mich sehr, hat mein Verlag gemacht, fand ich eine tolle Sache. Dazu habe ich jetzt gerade mein Manuskript fertig für meine Military Cyberpunk Story, die wird in den nächsten Wochen, Monaten, keine Ahnung, irgendwann mal erscheinen. Das ist noch nicht ganz klar, aber da bin ich gerade fertig geworden. Weiße Mädchen in Afrika 2 ist erschienen, also das ist jetzt sozusagen die Geschichte abgeschlossen, abgerundet. Für alle Fans, die das erste schon begeistert gelesen haben, sicher eine gute Nachricht. Ja, was gab's sonst noch? Ja, das war es eigentlich schon. Ich war so richtig faul. Nee, ich habe eigentlich ganz viel geschrieben, aber vieles ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Als nächstes habe ich gerade mein Projekt angefangen mit dem Thema Mittelalter, Burg und die geraubte Braut. Ja, da dürft ihr euch wohl die nächsten Monate drauf freuen. Ja, das gibt so neu bei mir. Und ich gebe weiter an den nächsten oder die nächste, besser gesagt. Ja. Naja, also zum Kaufen gibt es es vor allem bei Amazon. Es gibt allerdings auch einige Sachen von mir. Buchhandel, also die Links, die Verlagssachen gibt es auch dann ganz normal über den Buchhandel zu beziehen. Aber primär halt über Amazon, denke ich mal. Da kriegt man alles von mir ziemlich am schnellsten und unkompliziertesten. Gypsy Payne. Ich hänge, jetzt bin ich wieder da. Hört man mich? Ja, ne? Oh mein Gott, Frauen und Technik. Was ist passiert? Naja, ich habe viel geschrieben, habe mich mal wieder unter anderem Namen ausgetobt. Das macht im Moment ein bisschen mehr Spaß. Meine Bahnhofschlampe ist rausgekommen. Die habe ich ja mit sehr viel Leidenschaft geschrieben, weil da doch ein gewisser wahrer Kern mit drin steckt. Mir ist gerade eingefallen, wo du den Chris gefragt hast, wo es die Werke gibt für alle die, die nicht Amazon-Käufer sind. Also komplett alle meine Hard Stories und das 10. Gebot gibt es jetzt auch in jedem anderen Store zu kaufen. Die habe ich jetzt mal aus dem Kindle Unlimited-Programm rausgenommen, damit auch mal alle anderen da zuschlagen können. Ja, ansonsten ist privat. Ich freue mich wie ein Schnitzel auf meine Tätowierung. Ich habe es ja auf Facebook schon gepostet. Ich kriege endlich meine Strapse. In 2 Wochen geht's los. Da freue ich mich total drauf. Und heute hat der Michael mir endlich das Okay gegeben, dass ich zur Lisa Skidler auf die Self-Publisher Hofheim-Messe darf. Das heißt, ich werde am Samstag zwar nur als Gast, weil ich meine, ich habe ja nichts zu ausstellen. Ich habe ja nur E-Books. Aber ich werde auf jeden Fall da sein und werde alle treffen, die ich kenne. Und wer kommen mag, ich freue mich riesig. Ich werde da sein. Der Michael kommt hoffentlich, so seine Arbeit es zulässt, auch mit. Ja, das sind so die Neuigkeiten. Und ansonsten schreibe ich halt fleißig weiter, wie immer halt so. Naja. Jo, danke schön. Ja, und jetzt natürlich unser ja wohlbekanntes Arbeitstier, die Lisa Skütler, die hat ja wieder Dinge in der Warteschlange und auch schon rausgebracht. Ist ja unglaublich mit der Frau Lisa Skütler. Ja, ich habe halt
viel zu tun. Nein, ich habe viel Zeit und viel zu tun. Mein letztes Buch ist Anfang dieses Monats rausgekommen. Das war dann auch erstmal das letzte aus der Reihe. Nein, nicht das letzte, aber jetzt nach diesem Buch ist erstmal Pause mit meinen Jungs in Irland. Also es kommen noch zwei Geschichten, definitiv, aber dazwischen kommt ein bisschen was anderes. Ich brauche da auch mal ein bisschen Abstand, sonst wird es irgendwann langweilig. Aber noch, wie gesagt, ist es recht frisch. Die Wild Things und die dämonische Gefährtin. Ja, wir bereiten die Leipziger Buchmesse mit Hochdruck vor. Wir haben da zwei, ich denke mal, tolle Events auf die Beine gestellt. Am Freitag von 15 Uhr bis 18 Uhr, ja, 17 Uhr, 18 Uhr, ist mein Rigger und mein Herr mit am Stand. Beide stellen sich zur Verfügung für alle die, die gerne mal wissen wollen, wie man sich fühlt, wenn man gefesselt ist. Natürlich können wir keine Hängebondage machen am Stand, aber so, ja, Hände, Oberkörperfesselung. Es wird drin sein. Einer im Western-Style, einer im Shibari. Kommt nach Leipzig, lasst euch fesseln. Wir haben ein großes Gewinnspiel geplant, das wir natürlich auch durchführen werden. Ja, parallel dazu bereiten wir unsere Buchmesse in Hofheim vor, wo die Gypsy schon gesagt hat. Die ist am 10. und 11. Juni. Wir freuen uns auf viele Besucher. Wir haben Lesungen, wir haben einen Meeting Point, wir haben Live-Musik. Wir haben kostenfreie Parkplätze, was ja auch nicht so ganz unwichtig ist, tolle Autoren und natürlich die Möglichkeit, mit denen auf Tuchfühlung zu gehen. Ist alles sehr zeitaufwendig gerade, deswegen kommt bei mir das Schreiben so ein ganz kleines bisschen zu kurz. Ja, meine Bücher kriegt ihr natürlich nach wie vor über Amazon, auch im Kindle Unlimited, also als Ausleihe. Aber wer lieber Prints haben möchte, also Taschenbücher, der geht einfach in den Buchladen seiner Wahl. Sagt ihm einen schönen Gruß, er möchte das bitte bestellen, das Buch, und dann habt ihr das normalerweise innerhalb von 24 Stunden, weil meine Bücher überall gelistet sind und auch überall bestellbar sind. Das war jetzt so das Kürzeste, in der Kürze das von mir. Ja, aber eine Info fehlt mir noch. Wenn man dich jetzt auf der Leipziger Buchmesse finden will oder sich vielleicht auch nicht nur von den Büchern, sondern auch von dem Herrn oder von dem Rieger fesseln lassen möchte, wo finden wir dich denn da? Stimmt, hätte ich fast vergessen. Ihr findet mich in Halle 5, Stand E214. Und dieses Angebot mit den Ringen oder mit den Fesseln, mit dem Bondage, ist dann nur an den Samstag. Nein, es ist am Freitag von 15 bis 17 Uhr. 15 bis 17 Uhr, vielleicht auch 15 bis 18 Uhr, je nachdem, wie viele Leute da sind, weil mein Herr und mein Rigger dann den nächsten Tag direkt weiterfahren müssen nach Berlin. Da ist die erste Vorrunde für den Bondage Award, der auf der Bofewil stattfinden wird. Aber das gehört hier nicht so ganz hin. Naja, es ist schon spannend. Also da sind dann die beiden Herren nicht da und dann darfst du alleine auf der Leipziger Buchmesse den Stand betreuen. Mit meinem großen Sohn zusammen, richtig. Wow, das ist cool. Ja, danke schön für deinen Überblick. Du bist dann wirklich ziemlich busy mit dem, was du da tust und dann auch noch schreiben. Hut ab. Bevor jetzt die Gypsy Payne sagt, dass ich ja auch noch was habe, ja, ich habe meine Gedanken und Fotos auch in ein kleines Heftchen, also Buch würde ich jetzt nicht sagen, zusammengefasst. Das kann man auch auf Amazon erwerben. Das nennt sich Gedankensplitter. Und ich bin gerade dabei, ja, den zweiten Teil von Sir O zu schreiben. Macht mir eine Menge Spaß. Ich mag den Typen und der Schweinehund ist echt cool. Ja, und dann ja noch ein zusätzliches Werk, aber das verrate ich mal noch nicht. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Thema. Letztes Mal hatten wir ja schon ganz nett angefangen, auch über Perversionen oder pervers sein zu sprechen. Da habe ich mir eine Menge Gedanken gemacht und habe überlegt, dass Neigungen und Sucht ja unter Umständen auch reinpassen könnten. Und deshalb heißt das Thema der heutigen Sendung, wo fängt Sucht an oder wo hören Neigungen auf? Bei dem Forecast für diese Sendung habe ich schon gemerkt, dass die Gypsy Payne, der Chris und die Lisa da ja gefragt haben, wo geht's hier jetzt eigentlich lang? Was möchtest du? Und bevor ich jetzt einsteige, möchte ich jetzt einfach mal auch der Reihe nach
Meine Gäste fragen, was denkt ihr denn, wo geht's hin? Wir reden hier definitiv heute nicht über stoffgebundene Süchte, also Alkohol, Drogen, BTM oder sowas, sondern wirklich über alles, was die Psyche macht. Und jetzt möchte ich von euch mal wissen, was denkt ihr denn, wo könnte es hingehen? Dann fangen wir mal mit dem Chris an. Also, ich denke mal, du meinst Sucht jetzt im Sinne von Abhängigkeit. Würde ich jetzt mal spontan tippen, so wie du das beschreibst, weil Sucht, in dem Sinn gibt es ja verschiedene Arten. Es gibt ja zum einen die eine personfixierte Abhängigkeit, Sucht, beziehungsweise dann die Sucht, die man zu einer gewissen Handlung, einem gewissen Trieb voraussetzt, der zum Teil, wobei ich da jetzt nicht nur eine psychische, sondern auch eine physiologische Komponente wiederum drin ist mit der Dopaminausschüttung, Belohnungszentrum, etc. Also ein interessantes Thema, kann ich mir schon vorstellen, aber du wirst uns sicher aufklären. Ja, das hoffe ich doch. Lisa Skütler. Also ich habe da lange drüber nachgedacht. So ganz wusste ich nicht, was da auf uns zukommt. Ich denke mal, es geht so auch in Richtung Hörigkeit, in Richtung Abhängigkeit vom Partner. Kein Problem. Chris, alles in Ordnung? Chris? Ja, sorry, mein Rechner hat gerade ein bisschen rumgespackt. Ja, wir hatten uns mehr um dich Sorgen gemacht, glaube ich gerade. Lisa, bitte du weiter. Entschuldigung, aber es hat sich angehört, als wenn du vom Stuhl gefallen wärst. Ja, hatte ich auch gedacht. Den Plumpser hat man gehört. Sag nicht nochmal Plumpser zum Chris. Also ich denke, es geht so Richtung oder könnte Richtung Hörigkeit gehen, in Richtung wirklich Abhängigkeit in der Form, dass man die Neigung, ich sag mal in Anführungsstrichen, übertreibt, dass man irgendwann nicht mehr in der Lage ist, sein eigenes Leben ohne Anleitung zu führen oder überhaupt ohne verschiedene Anreize, vielleicht auch Richtung Fetischismus, dass man sagt, ohne, was weiß ich, die Latex-Sachen komme ich nicht mehr zum Orgasmus, irgendwas in die Richtung. Und dann haben wir jetzt noch die Gypsy Pain. Ja, ich muss immer noch lachen, Entschuldigung, weil ich mir das so bildlich vorstelle. Also ich habe auch so die Vermutung, dass es in Richtung von der Lisa geht. Zumindest bin ich froh, dass es meinen Kolleginnen auch so geht, dass sie nicht gleich damit klargekommen sind, weil ich das irgendwie erst gedacht habe, naja, also wenn man BDSM als Sucht bezeichnet, dann kommen wir ja wieder in den Bereich, dass es krank ist und das will keiner von uns wirklich. Also hoffe ich nicht, dass es in die Richtung geht. Ich denke auch, dass es in diese eher was Submäßiges geht, dass man sagt, okay, die Sklavin könnte dann abhängig sein in Richtung Hörigkeit und dass man dann irgendwie sagt, okay, man kommt eben ohne seinen Herrn nicht mehr klar. Also das ist jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ich bin gespannt, was du wirklich planst. Ja, also was ich wirklich plane, ist erstmal vielleicht mit dem Wort Sucht als solches so ein bisschen aufzuräumen. Da habe ich mich ein bisschen, logischerweise im Vorfeld, ein bisschen informiert und natürlich glaube ich auch nur dem Wiki, was ich selber geschrieben habe. Aber es gibt ja ein Wiki, in dem auch Sucht definiert ist und Abhängigkeiten definiert sind. So, und ich habe mich jetzt gerade stumm gestellt, weil ich wollte euch nicht anhusten. Was schon mal sehr interessant ist, im Sprachgebrauch der Weltgesundheitsorganisation existierte der Begriff Sucht von 1957 bis 1963. Danach wurde er zunächst durch Missbrauch und Abhängigkeit ersetzt. Schließlich wurde nach 1969 das Missbrauchskonzept zugunsten vier definierter Klassen des Gebrauchs verworfen. Jetzt reden wir natürlich von unerlaubtem Gebrauch, gefährlichem Gebrauch, dysfunktionalen Gebrauch und schädlichem Gebrauch. Auf jeden Fall reden wir nicht mehr im medizinischen Sinne von Sucht, weil das auch
diesen Beigeschmack hat, den die Gypsy da genannt hat. Interessant ist es, dass es ja unterschiedliche Formen von Abhängigkeiten gibt. Da gibt es das Abhängigkeitssyndrom durch psychotrope Substanzen, den schädlichen Gebrauch von körperlich nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen und dann gibt es noch substanzungebundene Abhängigkeit und die Co-Abhängigkeit. Und genau diese beiden Punkte, die substanzungebundene Abhängigkeit und die Co-Abhängigkeit, die möchte ich mit euch heute besprechen. Okay, mir schwirrt gerade ein bisschen der Kopf, aber ich habe ja noch zwei Kollegen. Na, du kannst auch gerne fragen. Ich meine, ich kann es gerne versuchen, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu erklären. Nein, alles gut. Stell einfach eine Frage und dann komme ich schon weiter. Na gut, dann fangen wir an. Dann geht es schon mal dahin, wenn ein aktiver, ein dominanter Mensch einen anderen Menschen hat, sage ich jetzt mal, ja, man kann ja keinen Menschen haben, aber wenn da eine Beziehung entstanden ist und er bringt ihn in Situationen, dass der andere Mensch nicht mehr sich traut, Dinge zu tun ohne Anweisungen, ist das eine Neigung des Menschen oder ist er da schon in einer Abhängigkeit, in einer Sucht? Die Frage stelle ich jetzt schon mal in den Raum. Also ich denke mal, prinzipiell muss eine Neigung vorhanden sein, dass ein Mensch das überhaupt mit sich machen lässt. Also ich denke mal, wenn man ganz normal mit einem Selbstbewusstsein ausgestattet ist, mit beiden Beinen im Leben steht, warum sollte dann irgendjemand einen so verunsichern können? Also ich glaube, dass so eine Grundtendenz vorhanden sein muss. Das ist ja auch normal bei psychisch Kranken, dass man eben sagt, okay, da ist ein Defizit da und den versucht man mit irgendwas auszugleichen, sei es durch ein Suchtmittel oder dann eben durch einen Partner, an dem man sich klammert, an dem man sich hängt. Und da gibt es dann alle möglichen Auswüchse und Dinge, in die das dann gehen kann. Weißt? Also ich glaube, dass so eine Grundtendenz da sein muss. Ich habe nur irgendwie wirklich das Problem, dass es so in dieses Krankhafte abrutscht. Und eine Abhängigkeit hat für mich oft was Negatives, wobei man es jetzt im BDSM-Bereich ja extra und bewusst auch fördert. Also ich meine, wenn ich mich bewusst entscheide, aufgrund von meiner Neigung zu sagen, ich möchte von Michael abhängig sein, beziehungsweise er soll mir sagen, was ich machen soll, dann ist das ja eine bewusste Entscheidung und hat nichts Krankhaftes wiederum damit zu tun. Und trotzdem denke ich, ist es in dem Moment Sucht, weil wenn jetzt der Michael heute sagen würde, was wir natürlich nicht hoffen, du, ich habe keinen Bock mehr auf dich, müsstest du von jetzt auf gleich dein Leben in den Griff kriegen, ohne ihn, ohne irgendwelche Anweisungen. Wenn du es dann nicht mehr kannst, bin ich der Meinung, ist es eine Sucht. Aber das ist in jeder normalen Beziehung auch so. Also in der normalen Beziehung, dass du dem Partner hinterherheulst, gar kein Ding. Aber trotzdem kannst du deine Arbeit machen, kannst du deine Kinder erziehen und du brauchst nicht irgendwelche Anweisungen von deinem Partner. Wenn du in einem BDSM-Bezug aber dermaßen, ich sag mal, ja, abhängig bist, dass der dir wirklich morgens schon sagt, pass mal auf, heute machst du das, 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 das. In welchen Details ist jetzt mal egal. Und der sagt dann auf einmal, nee, du bist jetzt frei, du kannst gehen. Denke ich mal, kann es unter Umständen dazu führen, dass du wirklich wie jemand, der süchtig ist, auch stofflich süchtig ist nach was, dass du dann wirklich dir einen Ersatz suchst, weil du es gar nicht mehr auf die Reihe kriegst, weil du morgens da stehst und denkst, was mache ich denn jetzt? Ja, absolut. Das Problem ist bei mir, dass ich tatsächlich suchtkrank bin. Deshalb kann ich es immer so ganz schlecht auseinanderhalten und sagen, habe ich mich mit dieser Beziehung dann vielleicht einfach nur gerettet und kann jetzt dank dieser Beziehung die anderen Süchte weglassen. Das kann sein. Vielleicht habe ich deshalb auch Schwierigkeiten mit diesem Thema, das so klar auseinanderzuhalten. Aber in meinem Fall würde das voll zutreffen. Klar, also ich würde wirklich, wirklich ziemlich belämmert dastehen, wenn genau dieser Fall eintritt. Und mir hat das auch in gewissem Grad andere Süchte ersetzt dann, ne? Diese Beziehung und dieses Ausleben von dieser Abhängigkeit konnte ich dann andere wieder lassen. Deshalb stimmt es jetzt bei mir, aber ob man das jetzt verallgemeinern kann, das weiß ich eben nicht. Nein, verallgemeinern kann man es ganz bestimmt nicht. Also ich habe auch einen Herrn, der sagt mir auch, was ich zu tun und zu lassen habe und ich bin trotzdem davon überzeugt, wenn wir uns trennen, dass ich ganz klar mein Leben weiterlebe. Allerdings lebe ich es auch ganz anders aus wie du, Gypsy.
Ich muss jetzt hier mal reingrätschen. Ein Hörer bei uns auf YouTube sagt, vielleicht ist es falsch, aber ich halte Neigung durchaus für kontrollierbar, Sucht hingegen nicht. Das ist ein Statement schon mal von einem Hörer oder einer Hörerin besser gesagt. Und nach euren Statements frage ich mich jetzt gerade, um auch noch einen Schritt wieder zurückzugehen, ist denn die Neigung der Einstieg in die Sucht? Nein, also ich habe genug Psychotherapie gemacht in meinem Leben, dass ich glaube, dass das nichts miteinander zu tun hat. Also nur weil ich eine Neigung habe und ich stehe auf irgendwelche besonderen Sachen. Ich fand, der Punkt ist super gut. Ich glaube, das ist genau dieser Unterschied, dass man das eine eben einfach kontrollieren kann, bewusst leben kann und damit aber auch aufhören kann, wenn man merkt, das bringt mir nichts. Und eine Sucht ist eben einfach krankhaft. Eine Abhängigkeit in dem Sinne ist einfach Krankheit. Du kannst es nicht mehr kontrollieren. Es verselbstständigt sich und du fühlst dich dem gegenüber total hilflos. Also ich glaube, das ist ein super Unterscheidungspunkt. Ist es aber nicht gefährlich, wenn eine Neigung vorliegt, sich da, andersrum, ist es nicht gefährlicher, wenn ich eine Neigung für eine bestimmte Geschichte habe, also die Neigung zum Beispiel, dass ich möchte gerne Schmerz spüren, ich möchte gerne geführt werden oder so, wenn die Neigung vorhanden ist, ist es doch viel leichter, von einem anderen da eine Sucht oder eine Abhängigkeit zu initiieren. Das ist eine Grundvoraussetzung, weil ich sag mal, wenn du abhängig in Form von Schmerzen oder auch in Form von Dominanz bist und hast diese Neigung nicht in dir, dann wirst du den kalt lächelnd abservieren. Aber es ist genau dasselbe, wenn ich gerne abends ein Glas Wein trinke, bin ich noch lange nicht prädestiniert dafür, Alkoholiker zu werden. Also so, denke ich mal, kann man es ungefähr vergleichen. Nur weil ich jetzt devot bin, heißt das nicht, dass ich auch hörig werden muss. Natürlich kann es passieren. Genauso, wenn ich gerne mal ein Glas Wein trinke, kann es passieren, dass ich irgendwann alkoholabhängig werde. Aber da ist ein ganz langer Weg dazwischen. Da sind auch ganz viele Faktoren dazwischen. Und zu dem Einwand von der Hörerin, also besser hätte ich es auch nicht auf den Punkt bringen können. Perfekt. Wo wir wieder beim Punkt sind, die Dosis macht das Gift. Ja, wobei, wenn man jetzt weiter zum Beispiel in die WHO-Dinge reinguckt, wenn man jetzt nur mal von dem rein bürokratischen Akt der Definition von Sucht oder Abhängigkeit geht, dann bedeutet das ja auch, dass eine Abhängigkeit dann erst wirklich besteht, wenn man anfängt, sein reales Sein zu demontieren. Okay, da sind wir jetzt schon wieder bei einem Punkt, was ist denn das reale Sein? Oder was ist überhaupt Realität? Da können wir jetzt endlos drüber diskutieren. Naja, da könnte ich aber auch, bevor wir endlos drüber diskutieren, einfach sagen, ich hatte vor vielen Jahren mit Internetsucht zu kämpfen, also das ging so um die 2000 los, hatte um mich herum also ein Leben und habe mich immer mehr ins Internet geflüchtet und habe begonnen, die Menschen, die ich real kannte, durch diese virtuellen Menschen, die ich kennengelernt habe, zu ersetzen, sodass ich dann nicht nur irgendwann arbeitslos war, sondern einfach auch keine Bezüge mehr in die Realität, also nach außen, außerhalb vom Internet. Das ist dann schon deutlich Sucht. Kommt immer drauf an. Also ich meine, in deinem Fall hat es einen sehr negativen Aspekt gehabt, während manche Leute kommen einfach mit den Leuten besser klar und verstehen sich wiederum besser und haben insofern gar keine großartigen negativen Auswirkungen auf ihr persönliches Leben. Meinst du jetzt bei der Internetsucht oder meinst du jetzt zum Beispiel, oder eben in den anderen Süchten? Also das ist eigentlich identisch, weil du sagtest jetzt bei der Internetsucht, für dich ist es sehr negativ, weil du hast danach sozusagen dein Leben nicht mehr in der Kontrolle gehabt. Bei Nina zum Beispiel ist es genau andersrum, unsere Gypsy, die hat ja eigentlich dadurch, dass sie in die Abhängigkeit gegangen ist, erst ihr Leben richtig genießen können. Genau, denke ich, da ist der Punkt. Bei so einer Internetabhängigkeit oder auch bei jeder anderen Suchtabhängigkeit, wie auch immer du es nennen willst,
verändert man sich ja auch irgendwo zum Negativen. Also man kappt die Sozialkontakte und, und. Bei einer Abhängigkeit seinem Herrn gegenüber ist ja auch noch dieser zweite Part da. Der Herr, der irgendwo, wenn er es jetzt nicht gerade darauf anlegt, dich zugrunde zu richten, auch darauf achtet, dass du genau das machst, was dich weiterbringt. Oder dass du eben die Sozialkontakte pflegst. Oder dass du mit deinem Leben klarkommst. Oder. Von daher, denke ich, muss man da einen ganz, ganz großen Unterschied machen, ob man jetzt von so einer, ich sag mal, Internetsucht spricht, die einen zugrunde richten kann mit Arbeitslosigkeit, oder von der Hörigkeit, Abhängigkeit einem Menschen gegenüber, der ja, der es ja eigentlich gut mit einem meint. Also ich habe ja auch, also ich bin Borderlinerin und ich habe ja im Joy Club viel zu tun und ich habe das, ist mir immer wieder untergekommen, dass gerade die Borderliner so eine Neigung zu diesem BDSM haben. Also das würde mich schon auch wirklich mal interessieren, ob dieses sich selbst verletzen. Also mir hat es dann eben gut getan. Ich war dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich geschlagen werde, wenn ich Schmerzen von jemand anderem erfahre, kann ich mich selber in Ruhe lassen. Also das war irgendwie so mein Ausgangspunkt, dass ich dann überhaupt zum BDSM gefunden habe, dass ich dann diesen Hang, mir weh zu tun, einfach auf Michael übertragen habe und der es dann in kontrollierter Form, in guter Form, in eigentlich positive Form umgewandelt hat und dann genau das passiert ist, was meine zwei Vorredner gesagt haben, dass aus dieser sehr negativen Sucht dann eigentlich was jetzt für mich Optimales rausgekommen ist, weil ich sage, jetzt habe ich jemanden, auf den kann ich das übertragen, der kann das kontrollieren, der kann mich da irgendwie, hat mich im Griff und all das, wo ich mich nicht kontrollieren kann, wo ich schwimme, wo ich mich selbst nicht finde, da habe ich jetzt jemanden, den ich fragen kann, weil ihm vertraue ich mehr als mir selber. Was für mich jetzt an dem Punkt erstmal eine ganz wichtige Frage ist, wollen wir hier über Sucht, also über das Wort Sucht, was ja schon auch so ein bisschen negativ angehaucht ist, weiterreden oder wollen wir von Abhängigkeiten reden? Weil unterm Strich ist es dasselbe, aber das Wort Abhängigkeit hört sich nicht ganz so hart an wie Sucht. Findest du? Also ich finde, bei Sucht impliziert man eine stoffliche Gebundenheit oder zumindest eine gewisse Fixierung, während Abhängigkeit ein größeres Spektrum abbildet. Also ich würde auch sagen, um für den Abend ist Abhängigkeit, finde ich, jetzt besser, weil es zumindest auch ein bisschen in den Bereich BDSM reingeht. Wenn du das auf Sucht begrenzt, ist es, wie es der Chris gesagt hat, für mich der Punkt zu sagen, Sucht ist für mich Drogensucht, Alkoholsucht, was auch immer. Also das ist für mich eine stoffliche Geschichte. Da kommen wir ganz schwer auf das Thema BDSM. Bei Abhängigkeit sind wir, glaube ich, genau mittendrin. Gut, und jetzt hatte die Lisa gesagt, findest du, das impliziert eine Frage. Ja, das impliziert einfach nur, dass ich das ein bisschen anders sehe, weil für mich ist eine Abhängigkeit genau wie eine Sucht. Also ob das jetzt eine Spielsucht ist oder eine Drogensucht oder es ist, man ist abhängig von dem, ja, von dem Suchtstoff. Ja, also ich denke auch, also wir sollten vielleicht, weil wir uns ja auch alle mehr oder weniger im Bereich des BDSM, des SM, der harten Sexualität oder wie man sie auch immer nennen will, bewegen, dass wir vielleicht von der Abhängigkeit reden. Wobei vielleicht im Hinterkopf einfach dieses Suchtding behalten, weil es geht nicht um das Stoffliche, also nicht ausschließlich um das Stoffliche. Man kann genau so eine Abhängigkeiten aufbauen in Gedanken, in Neigungen, wie auch Co-Abhängigkeiten, dass man zum Beispiel das Verhalten seines Partners so sehr liebt, dass man es mit imitiert und dann auch wieder in eine gewisse Abhängigkeit abdriftet. Naja gut, also ich sag mal so, bevor du in eine Sucht reingerätst, hat es ja einen psychischen Defekt zur, also das hast du ja vorher. Also du hast ja irgendein Defizit, du hast irgendeinen Mangel, du kommst mit irgendwas nicht klar und flüchtest dich in eine Sucht. Also steht natürlich dem allen voran jetzt erstmal ein seelisches Problem. Also klar ist da erstmal die Psyche vorher mit dran und dann mit was du es dann auslebst und wo du dir dein Glücksgefühl herholst, ist dann eigentlich egal. Das sehe ich nun wieder ganz anders. So. Ja, also ich denke nicht, dass man unbedingt ein psychisches Problem haben muss.
man hat vielleicht wirklich nur eine Neigung oder das Bedürfnis, etwas zu erleben und erlebt es dann und fühlt sich darin dann aufgehoben, gefunden, gefangen oder wie auch immer und driftet dann immer weiter in diese Richtung ab, sodass man gar nicht merkt, dass man ohne diesen Suchtstoff, der jetzt in unserem Fall, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, nicht materiell ist, sondern psychisch, dann uns fängt. Nee, würde ich nicht sagen. Und zwar folgendes. Der Punkt ist, also da gebe ich Gypsy schon recht, es ist eine gewisse Grundtendenz zu einer Suchtneigung, muss vorhanden sein, um jetzt in eine Sucht zu kommen. Ich meine, nicht in eine normale Abhängigkeitssituation, wo du dann einfach sagen kannst, okay, jetzt ist es mir zu viel, jetzt steige ich aus, jetzt ich verlasse dich und ich gehe jetzt meinen Weg und komme wieder klar. Es gibt es ja auch und es gibt es ja recht häufig. Und wenn du diese Suchtkomponente nicht hast, sondern in deinem Bewusstsein und in deiner Veranlagung, dann bringst du diesen Punkt auch relativ leicht hinter dich und gehst vielleicht weiter als jemand, der wirklich süchtig ist und wirklich abhängig von jemandem ist und lass dich total fallen, aber an einem Punkt, wenn es dir dann zu viel wird, wenn der Typ irgendeine Grenze überschreitet, wenn die Superin, whatever, irgendwas tut, wo du sagst, nee, da kann ich nicht mehr mit, das ist zu viel, stopp, ich ziehe die Reißleine, ich gehe und dann bist du weg und dann denkst du noch an denjenigen, du trauerst ihm vielleicht auch nach, aber du kriegst dein Leben in kürzester Zeit wieder ganz normal unter Kontrolle. Während jemand, der diese Suchtveranlagung hat, der kann das höchstens durch eine Ersatzdroge dann kompensieren. Oh, oh, nee, also, ganz bestimmt nicht. Also Chris, sorry, aber ich kenne einige Mädels, die wirklich in eine Hörigkeit abgerutscht sind, beziehungsweise in eine Hörigkeit geführt wurden, ganz bewusst, die absolut vorher kein Suchtpotenzial hatten. Genauso, wenn du mit Ängsten spielst. Warum lassen sich denn viele Frauen schlagen und gehen erst wirklich zur Polizei, wenn es auf Leben und Tod geht? Warum denn? Sind die alle mit Suchtpotenzial? Brauchen die das alle? Nee. Also du kannst. Ja, es gibt ganz viele Menschen mit Suchtpotenzial. Es ist ja nicht so, dass es nicht eine sehr, sehr verbreitete Eigenschaft ist. Ja, kann ich jetzt eigentlich Suchtpotenzial mit Neigungen austauschen? Finde ich nicht. Also nicht so, wie der Chris es eben erklärt hat. Also ich denke, ich bin sowieso komplett konträr zu ihm, weil ich denke, jeder kann süchtig werden, partout jeder, wenn die äußeren Umstände entsprechen. Da muss keine psychische Labilität vorliegen, da muss nichts vorliegen, dass ich sage, ich habe da ein besonderes Potenzial für oder sonst was. Es kann jeder in eine Sucht abrutschen, das ist meine Meinung. Also da gehe ich auch mit der Gypsy Pain nicht zusammen und mit dem Chris auch nicht zusammen, dann schon eher mit der Lisa Skütler, weil ich denke auch, dass Punkt 1 die Sucht oder die Abhängigkeit als Krankheit dann irgendwann vorliegen kann, aber da muss nichts vorher da sein, da muss keine psychische Störung vorher da sein, da muss gar nichts da sein, da muss in meines Erachtens eine Neigung zu irgendeinem Thema da sein. Ich meine, Süchte oder Abhängigkeiten, es gibt Menschen, die müssen gucken, dass alle Lichtschalter aus sind, die laufen 5-mal durch ihre Wohnung. Auch das ist eine Abhängigkeit, davon zu wissen, dass das Licht aus ist oder dass sie keinen Strom verbrauchen oder was auch immer. In unserem Bereich vielleicht zu wissen, wenn der mich jetzt schlägt, dann tut mir das weh. Aber wenn er es nicht macht, dann, oder wenn ich sage, ich möchte das nicht mehr, dann verliere ich den. Bin ich da in der Neigung oder bin ich da schon eigentlich in der Abhängigkeit zu wissen, ich muss das bekommen, damit ich das andere kriegen kann?
Also dazu kann ich dir jetzt nicht viel sagen. Ich meinte nur das andere, was du beschreibst, das sind Zwänge. Ich meine, dann müsste man einen Therapeuten hier mit einbeziehen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, gibt es auch sehr, sehr viele Quacksalber und jeder sieht es wieder anders. Vielleicht findet man sich irgendwie auf so einem Mittelweg, dass man irgendwie sagt, ich glaube auch nicht, dass Suchtkranke, auch da steckt es ja im Wort schon drinnen, krank sind. Wir sind einfach anders. Wir sind sensibler. Also ich war lange auch in psychosomatischen Kliniken. Ich kenne die Menschen und die waren mir alle sympathischer als das, was teilweise da draußen rumrennt. Wir sind einfach sensibler. Wir haben eine andere Weltsicht und die funktioniert, besser gesagt, halt nicht so in dem Leben, was da draußen von uns erwartet wird. Also wenn man das Sucht immer so als krank beschreibt, dann wehre ich mich auch ein bisschen dagegen, weil ich einfach nur die Idee habe, ich bin einfach ein sehr sensibler Mensch und ich komme mit dieser Gefühlskälte nicht klar. Ich komme mit diesem Funktionieren müssen nicht klar. Und wenn du dann ständig aneckst und merkst, die Welt da draußen ist anders, man will dich so nicht, wie du bist, dann flüchtest du dich in irgendetwas anderes und dann flüchtest du dich in deine Scheinwelt, gehst ins Internet, machst irgendwas anderes oder konsumierst eben irgendwelche Drogen, weil du merkst, ich bin anders, als die Welt mich haben will. Und ich glaube, das ist nichts Krankes. Du musst nur irgendwann merken, dass du okay bist, wie du bist, weißt du? Also du musst halt irgendwann kapieren, ich bin anders, aber ich bin so. Und das hat mir BDSM dann gegeben und da habe ich jetzt so eine Welt gefunden, wo ich sage, da gibt es lauter Menschen, die anders sind und die meisten verstehen da draußen nicht, warum wir das tun, aber das ist so eine Nische, in der ich mich dann jetzt wohlfühlen kann, weil ich anders sein darf und dann lässt die Sucht auch wieder nach. Also vielleicht findet man sich da, dass wir einfach sagen, man ist halt ein bisschen anders und klar kann man das dann als Neigung bezeichnen und man fixiert sich dann halt auf irgendwas, wo man sagt, da finde ich mich wieder. Das klingt logisch, aber bist du dann abnorm oder pervers? Wahrscheinlich schon. Sind wir nicht alle ein bisschen pervers? Das ist halt wieder so ein Ausdruck, weißt du, das ist wieder so, wenn mir man anders ist, dann ist man halt anders und dann braucht die Welt dafür einen Namen. Und die, die ein bisschen in irgendeine extreme Richtung gehen, die werden halt dann mit dem Titel pervers bedacht oder halt irgendwie, weil man da draußen keine Worte hat für Menschen, die anders sind, weil man funktionieren soll, weil man nicht denken soll, weil man einfach RTL gucken soll, Dosenbier trinken soll und damit ist gut. Und wenn du anders bist und empfindest anders als ein Großteil vom Rest, ja, dann bist du halt pervers oder irgendwas anderes. Hauptsache mal einen Namen, eine Schublade, man kann dich reinpressen, damit du irgendwie doch wieder ins System passt. Für mich hört sich das Ganze ein bisschen nach Überforderung an. Und deswegen ist auch meine Meinung, dass da jeder reinrutschen kann, wenn die äußeren Umstände zu hart werden. Egal in welcher Richtung, und man sieht auf einmal, damit geht's. Sei es, wie Gypsy gesagt hat, der Herr, der einem auf einmal sagt, pass mal auf, ich nehme einfach mal diesen Druck von dir, indem ich dir, was weiß ich, den Arsch haue, du brauchst ihn nicht mehr selber zu verletzen, oder indem ich dir Regeln gebe, oder indem man auch auf der anderen Seite irgendwelche Pillen schluckt, um länger wach zu bleiben, um sein Arbeitspensum zu schaffen, oder was auch immer. Für mich hört sich das an nach extremster Überforderung, und da kann jeder reinrutschen. Und das hat dann auch nichts mehr mit pervers oder mit abartig oder mit nicht leistungsfähig zu tun, sondern es ist einfach eine Überforderung, meiner Meinung nach. Also das hast du jetzt richtig schön gesagt. Da habe ich so gemerkt, wie es bei mir innerlich so aufgeht. Ich glaube, das ist ein, bei mir ist immer so dieses Nicht-Verstanden-Werden ein Riesenthema und diese Überforderung, dass du immer irgendwie, ich vor allen Dingen immer so, was in mir gesehen wurde von meinen Eltern, was ich halt einfach nicht sein wollte, nicht konnte. Und mit meinen, also ich bin dann in die Esssucht abgerutscht, in Magersüchtige und so, da habe ich die Kraft rausgezogen, um zu funktionieren. Bin innerlich kaputt gegangen, aber nach außen konnte ich funktionieren. Also diese Überforderung, ist absolut das richtige Thema und das ist halt in unserer heutigen Gesellschaft wird das dann auch immer schlimmer, weil wir immer mehr funktionieren müssen und dank dieser Krankheit in Anführungsstrichen habe ich jetzt den Stempel, die ist krank, die ist psychisch kaputt und jetzt habe ich Narrenfreiheit und jetzt habe ich endlich die Ruhe, das zu machen, was ich möchte und auf einmal bringe ich Leistung ohne Ende, weil es von mir innen rauskommt und dann ist es auch keine Überforderung mehr. Also ich möchte an der Stelle auch mal ganz klar sagen, ich habe jetzt nicht gesagt, dass jemand abartig ist, sondern ich habe gesagt abnorm, weil unsere Gesellschaft drückt uns ja, jetzt weiß ich es nicht prozentual, aber drückt uns ja ein gewisses Verhalten auf und wenn wir da rausgehen, sind wir eben nicht mehr in der Norm und das heißt ja dann mal abnorm. Die
Gypsy hat gerade gesagt, es war so warm und da hat sich was geöffnet. Das kriegen wir auch gleich wieder zu. Ich habe nämlich eine Hörerfrage oder besser gesagt einen Höreransatz und den gebe ich auch direkt an die Gypsy weiter. Doch bevor ich das mache, hat auch ein Hörer gesagt, Suchtpotenzial und Neigungen sind was Unterschiedliches. Ich kann ja auch Neigungen haben, die nicht in die Sucht gehen. Natürlich geht das. Also ich meine, ja, das stimmt, aber man kann auch Neigungen haben, die in die Sucht gehen. Also das ist so ein bisschen eine These, die muss man dann eben hinterfragen, in welchen Bereichen. So, und jetzt dieser, die direkte Frage oder der direkte Satz für die Gypsy Pain passt jetzt vielleicht nicht, aber Gypsy lässt sich ja tätowieren. Ist das vielleicht auch eine Sucht, um zum Beispiel das Borderlinen zu unterdrücken? Ja, ganz klar. Also das ist was, wo ich mich jetzt schon drauf freue, weil ich weiß, das beamt mich für Tage wieder raus. Also ich sitze wirklich bei dem und grinse, während ich die Schmerzen bekomme. Also das ist tatsächlich was, wo ich auch aber positiv empfinde. Ich habe zum Beispiel ganz viele Schnittwunden am Arm und habe mir darüber diese Frau gemacht und seitdem schneide ich mich da nicht mehr. Also ich habe auch das wiederum versucht, mit dem, was halt nun mal bei mir da ist, immer ins Positive zu machen. Ne? Das war okay, wenn wieder der Drang da ist, dann entweder eine geile Session oder so wie jetzt mir mal was gönnen, den Schmerz richtig genießen, aber daraus was Schönes entstehen lassen. Ja. Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, Gypsy, du wärst das perfekte Opfer für eine RTL-Doku-Soap. Ich bin Tattoo-süchtig. Dum, dum, dum. Das wäre doch dann so eine richtig geile RTL-Sendung, oder? Ich glaube, mein ganzes Leben ist eine RTL-Sendung. Ich kann ja zu jedem Thema irgendwas sagen, ja. Mal wenn die Gypsies Jugendsünden dann aber covers, dann läuft die komplett schwarz geschminkt rum. Böse, sehr böse. Ich weiß, aber kein Problem. Jetzt kommen so nach und nach bei mir so ein paar Fragen hoch. Da möchte ich jetzt mal direkt die Lisa Sgütler fragen. Du bist ja eine Frau, die ganz, ganz viel arbeitet und so. Was würde jetzt mit dir passieren, wenn man jetzt sagen würde, hey, mach doch mal gar nichts? Der Witz ist gut. Also ich kann das durchaus. Ich kann auch mal gar nichts machen. Theoretisch. So, keine Ahnung. Also mir würde wahrscheinlich fürchterlich langweilig werden und da ich ja meine Lebenszeit nicht verschwenden will, würde ich dann irgendwelche Mittel und Wege finden, doch wieder irgendwas zu machen. Also könnte man jetzt sagen, dass du eine gewisse Abhängigkeit von deiner Arbeit hast? Nein, also Abhängigkeit von meiner Arbeit nicht. Viele Sachen, die meine Arbeit betreffen, tue ich auch nicht so wirklich gerne, nicht mal ganz ehrlich. Also da sind etliche administrative Sachen. Wenn ich jemanden finden würde, der das zu meiner Zufriedenheit in meinem Tempo macht, würde ich sofort abgeben. Und das Schreiben an sich sehe ich nicht als Arbeit. Das ist für mich mein Hobby, das ist für mich meine Gedankenwelt, das ist Spaß, das ist Entspannung. Also wenn ich, wie gesagt, nur einen Weg finden würde, wie ich nur schreiben kann, ohne den ganzen anderen Kram drumherum und natürlich den Kontakt mit meinen Lesern, weil den liebe ich einfach, würde ich sofort machen. Dann würde ich auch mal in dem Falle in Anführungsstrichen nichts tun. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass Dinge, die einem Menschen Freude machen, die er gerne macht, ob Abhängigkeit oder nicht, als krank zu definieren? Das ist ja auch mal so eine Frage, die gerade in meinem Kopf rumrennt. Bin ich jetzt mal ganz böse, glaube, also provokant, dass das auch durchaus von außen so ein bisschen aufoktroyiert ist. Weil wenn du wirklich guckst, wenn Menschen das tun, was sie wirklich gerne machen, dann sind sie verdammt gut in dem. Und wenn man die Menschen einfach mal das machen lassen würde, was sie gerne tun, egal was es ist, schau dir die Bauern an, die gehen dann aufs Feld, der Mensch würde nicht stillstehen. Ich glaube, das ist immer so dieses, man wird so reingepresst. Also ich kenne das von meinem Vater, der immer sagt, du immer mit deinem Spaß, das Leben ist kein Spaß. Wo ich sage, ja, aber ich tue jetzt das, was mir Freude bringt und ich bin jetzt auf einmal gut in dem, während ich bei allen anderen Jobs einfach nur kläglich versagt habe, ja, und in wieder Depressionen gerutscht bin. Also das ist, glaube ich, wirklich nur wieder sowas von außen.
außen, dass wenn du einen Menschen siehst, der glücklich ist, der das tut, was er gerne macht, dass dann irgendwie wieder von außen gesagt wird, das kann keine Arbeit sein, das darf nicht sein, der muss leiden, der muss irgendwie buckeln, der muss arbeiten, das Arbeit muss hart sein. Ich glaube, dass gerade wir drei, der Chris und die Lisa und ich, jetzt was gefunden haben, wo wir fünfmal so viel schaffen wie vorher und trotzdem noch mit einem Grinsegesicht durch die Welt laufen. Also, und wenn jemand noch kommt und sagt, hey, das ist Arbeit, dann lache ich. Ich sage, das ist keine Arbeit, aber ich bin produktiver wie jemals zuvor. Also ich glaube, wir sollten wirklich, wirklich aufpassen, immer mit diesem Ding, das ist krank, weil das wenigstens ist negativ. Wir haben halt einen Stempel drauf bekommen, damit bloß nicht mehr Leute auf die Idee kommen, Spaß im Leben zu haben. Jetzt denke ich mal gerade. Nee, also Lisa, bitte. Dabei gibt es sogar eine Studie, dass, jetzt fragt mich nicht wo und wer und was, aber es gab mal einen sehr, sehr interessanten Bericht, dass nämlich genau das, was Gypsy gesagt hat, absolut stimmt. Ein Mensch, der Spaß an seiner Arbeit hat, ist 10-mal leistungsfähiger als ein Mensch, der das einfach nur macht, weil er es machen muss. Also wenn jetzt irgendwelche Chefs zuhören, dann achtet doch mal drauf, dass er die Leute einstellt, die da auch Spaß dran haben und nicht die, was weiß ich, unbedingt das Geld brauchen. Also ich denke mal, die Gesellschaft muss da echt umdenken und statt zu sagen, ja, das kann nicht sein oder das ist ja schon Sucht, was der da macht, weil er es eben aus Spaß macht, vielleicht einfach mal zu überlegen, wie man sein Leben selber dahin bringen kann, dass man irgendwas macht, was einem Spaß macht. Und das hat meiner Meinung nach auch überhaupt nichts mit Sucht zu tun, selbst wenn man dann 24 Stunden jetzt übertrieben arbeiten würde. Das ist gerade eine Frage, die ich mir stelle. Also die Gypsy Pain kenne ich ja nun auch schon eine ganze Weile. Und soweit ich das mitkriege, ist diese Frau ja nur am Schreiben. Irgendwie andauernd irgendwie am Schreiben. Wenn ich jetzt überlege, sie sagt, sie ist Borderlinerin, ist in einer funktionierenden BDSM-Beziehung. Das ist ja, wie sie selber sagt, irgendwie krank. Oder unsere Gesellschaft sagt, sie ist krank. Also ich empfinde sie nicht so, aber ist eine andere Sache. Das ist krank. Und innerhalb ihrer Krankheit ist sie jetzt schreibsüchtig oder macht sie jetzt nur die Dinge, die ihr Spaß machen und das dann exzessiv? Ist das jetzt, ja, vielleicht das nächste Wort, was da reinpasst, exzessiv? Schreibsucht. Glücklich? Nein, nein, also es ist wirklich so. Warum brauchen wir da jetzt wieder eine Schublade, ne? Also das ist tatsächlich einfach, ich bin jetzt glücklich. Ich stehe gerne auf und ich darf das tun, was ich gerne tue. Und das erschreckt mich manchmal noch selber. Und manchmal muss ich mir dann selber wieder eine reinwürgen und muss es mir wieder scheiße gehen lassen. Aber vom Prinzip her, ich habe mich lang gescheut, immer dieses Wort auszusprechen, weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn du einmal sagst, dir geht's gut, dann kommt das nächste Tal. Aber ich wage es trotzdem und sage, nein, ich bin jetzt echt einfach glücklich. Und ich möchte keine 20 mehr sein, ich will auch den ganzen Scheiß nicht mehr haben. Jetzt könnte mein Leben so einfach genauso bleiben und weitergehen und ich hoffe immer nur, dass vielleicht ein paar Leute zuhören und sagen, hey Mensch, es geht. Also fühlt euch nicht scheiße, sucht einfach so lange, bis ihr was gefunden habt, wo ihr sagt, hey, darin kann ich aufgehen und das ist dann auch echt egal. Also gut, jetzt keine Drogensucht oder so, ne? Also irgendwas, was jetzt nicht ganz so zerstörerisch ist. Aufzugehen ist auch blöd. Ja, das ist also nichts selbstzerstörerisch, sondern einfach irgendwie sagen, okay, wenn ich in irgendwas viel Energie, weil es eine Sucht bedeutet ja auch wirklich, dass du eine Energie in irgendwas reinstecken kannst, die du halt vielleicht anderweitig nirgends unterbringst. Also wenn ich meine Aggressionsanfälle habe, was ich da an Kraft habe, jetzt schleppe ich halt irgendwie so 5 Stunden lang Holz die Treppe rauf und runter, dann bin ich auch K.O., aber ich habe wenigstens was Gescheites dabei gemacht. Also vielleicht muss man einfach einen anderen Kanal finden und dann produktiv und dann kann man auch zufrieden mit sich sein und dann geht diese ganze Spirale nach oben. Vielleicht also macht glücklich sein abhängig. Nein, Tom. Vielleicht können wir uns einfach darauf einigen, dass Sucht oder ich sag mal das, was viele unter Sucht oder Abhängigkeit verstehen, nur dann als wirkliche Sucht gesehen werden kann, wenn es einen eben nicht glücklich macht, wenn es einen ja, körperlich, seelisch, geistig runterzieht, in die Ecke stellt, das Leben kaputt macht. Ich würde sagen, das, was Gypsy gemacht hat, ist einfach eine Heilung. Sie ist glücklich, sie hat ihren Weg gefunden, sie braucht wahrscheinlich keine, Gott weiß was, für Therapeuten mehr, sie hat da wirklich, sie ist produktiv, das ist ja das, was in unserer Gesellschaft so extrem wichtig ist, dass jemand für seinen Lebensunterhalt arbeitet und dementsprechend Geld verdient, also was leistet.
Also wenn ich das alles zusammenfasse, würde ich sagen, geheilt, fertig. Ich mache es jetzt sehr ungerne und wahrscheinlich wird die Gypsy mich dann auch irgendwann nicht mehr angucken, aber ich muss dir absolut widersprechen. Du hast natürlich recht. Abhängigkeiten und das Fehlen von dem, was einen glücklich macht, also macht ja dann unglücklich, wenn man sein Suchtmittel nicht bekommt oder seinen Abhängigkeitsstoff nicht bekommt. Das würde für mich bedeuten, Gypsy ist glücklich, wenn sie schreibt und wenn sie nicht schreiben kann, aus welchen Gründen auch immer, ist sie unglücklich. Und wenn sie dann unglücklich ist, wäre sie abhängig. Ja, ich stehe ja auch dazu, dass ich eben dieses psychische Defizit habe und ich denke, ich habe einfach, danke Lisa, das Beste aus der Situation gemacht. Ja, also mit 20 habe ich gesagt, ich erlebe meinen 24. Geburtstag nicht und wollte ihn auch nicht erleben. Und jetzt möchte ich eigentlich gerne mit Michael alt werden und das Leben leben und ich mag's. Und wenn das halt bedeutet, dass ich dann ab und zu mich halt ins Schreiben stürze oder auf irgendeine andere Weise mich auspower, weil ich nicht weiß, wohin mit mir, oder dann wieder 2 Wochen nur heulend im Bett liege. Nein, so lange ist es ja schon gar nicht mehr. Ich habe einfach gelernt, damit umzugehen, das zu nehmen, wie es ist. Und einfach das Beste aus der Situation zu machen, die nun mal da ist. Ich kann nichts dafür. Vielleicht wird es im nächsten Leben besser, weil ich das jetzt genug gelitten habe. Keine Ahnung. Aber irgendwann zur Ruhe kommen und sagen, okay, es ist so, wenn du mir alles nimmst an Tätigkeit, ja, und ich noch nicht mal meinen Hund habe, mit dem ich Gassi gehen kann, dann bin ich kreuzunglücklich. So, also bin ich abhängig von dem, was ich jeden Tag machen kann. Also in Ägypten habe ich es geschafft, 2 Wochen nur am Strand zu liegen, aber ansonsten drehe ich völlig durch, wenn ich nichts tun kann. Bin ich abhängig von dem, dass ich was tun kann, aber ja, gibt Schlimmeres, glaube ich. Gut, der Punkt ist der, ich kenne ja nun die Gypsy auch wirklich schon eine Weile. Ich denke auch, dass das, wie die Lisa sagt, geheilt, dass das zum größten Teil auch bei der Gypsy zutrifft. Aber wir reden ja jetzt gerade nicht über Borderline, weil da denke ich, da ist sie ganz weit, steht sie über diesen ganzen Sachen. Aber im Punkto Schreiben denke ich schon, dass das ein Suchtstoff ist, dass wenn man ihr den entzieht, wenn jetzt Michael sagen würde, du darfst nicht mehr schreiben, dann würde sie wahrscheinlich unglücklich sein. Ja, definitiv. Ich habe das letztens noch gesagt, habe gemeint, ja, wie geil ist das denn? Ich habe jetzt endlich mal eine Sucht, die Geld bringt. Ich meine, alle anderen Süchte, nimm mal Bulimie, hey, du vergibst da Hunderte an Euro am Tag aus, nur dass du ins Klo reinkotzen kannst. Also, hey, ich habe jetzt endlich was gefunden, was Geld bringt. Das ist doch genial. Also besser kann es doch gar nicht laufen. Ich habe einen gewissen Galgenhumor, ja. Und mit dem kommt man eigentlich ganz gut durchs Leben. Aber ich erinnere mich an eine Sendung im letzten Jahr, da hast du auch gefragt, so, was ist denn bei euch jetzt so gewesen, was ist so passiert? Und hat die Gypsy gesagt, ich war einfach mal faul, ich habe mal ein paar Wochen, ich weiß nicht, Wochen oder Monate nicht geschrieben. Dann passt es aber in deine Theorie, dass sie jetzt schreibsüchtig ist, gar nicht rein, weil wenn sie dann ein paar Wochen aufs Schreiben verzichten kann, aus eigenem Antrieb, ist es keine Sucht mehr. Da hast du absolut recht. Jetzt hast du mir einen ganz bösen Konter gegeben. Das ist echt übel. Ja, da hast du recht. Jetzt. Weiß ich nicht. Also, weißt du, es gibt. Ich weiß nicht. Für mich steht jetzt erstmal unterm Strich, dass Abhängigkeiten, Süchte, wie wir das auch immer nennen wollen, wenn sie richtig kanalisiert sind, in keinster Weise negativ sein müssen. Und für mich ist das auch ein großer Erfolg, auch in diesem Gespräch heute und hier, dass wir einfach mal feststellen, dass dieses Abwertende nicht in jedem Fall sein muss, dass man polarisieren muss, dass man gucken muss, ist denn dieser Mensch glücklich in dem, was er da tut? Und dann soll er doch abhängig sein. Ist doch scheißegal. Hauptsache, er ist glücklich. Also ich glaube, über Menschen werten ist generell eine ganz bescheuerte Idee. Ich meine, es ist natürlich gefährlich, wie du das sagst. Ich verstehe das schon. Ne? Ich höre dann schon wieder alle husten. Glücklich bist du auch, wenn du dir gerade irgendwelchen Stoff reingezogen hast. Ne? Dann schwebst du auch in irgendeinem 7. Himmel. Und also ich denke, es ist so ein Resümee ziehen, einfach über mehrere Wochen hinweg. Ne? Und sagen, okay, auch wenn du wieder schreibst und stresst dich völlig rein, dann ist dein Adrenalin auch total oben und du holst dir deinen Glücksmoment ab, wenn das Buch veröffentlicht wird. Aber die Sache ist die, wenn es dann weg ist und du fällst in ein Normallevel
oder kommst du dann ganz, ganz runter? Und ich glaube, bei einer Drogensucht oder bei irgendeiner anderen stofflichen Sucht kommst du immer an den Punkt, wo du dich hast, wo wirklich diese Selbstzerstörung kommt, wo du in dieses tiefe Loch fällst. Und das passiert nicht, wenn du das, was du tust, wirklich, wirklich gern machst, wenn es was Positives ist. Ne? Also ich denke, da muss man halt zum gewissen Zeitraum absagen, aber sagen, hey, wenn es dich glücklich macht, dann mach, weil da freuen sich wahrscheinlich jetzt ganz, ganz viele und dann zischen sich das nächste Bier rein. Nee, ich finde das, das genauso wie Gypsy gerade. Lisa, du wolltest was sagen? Ja, ich meine auch, dass man differenzieren muss. Nicht alles, was einen glücklich macht, ist auch gut für einen. Also ich sag mal jetzt, tonnenweise Schokolade futtern ist für mich mit Sicherheit nicht gut. Führt irgendwann dazu, dass ich dann auch irgendwo depressive Anfälle kriege. Man sollte schon gucken, wenn dich das, was du tust, wenn du den Kanal, den du gefunden hast, um eben von zum Beispiel einem Suchtverhalten wegzukommen, wenn dich das glücklich macht, dann mach's. Oder wenn du einen Job gefunden hast, der dich glücklich macht, ja du meine Güte, dann mach ihn. Dann lass dir da nicht reinreden. Ich denke mal, das ist auch das, was Gypsy sagen wollte. Ja, ich glaube, innen drin wissen, weiß jeder für sich selber, was ist gut, was tut mir wirklich gut und was ist nur irgendwie so ein Glücksersatzstoff, wie eben Schokolade. Das kann ja auch mal eine ganz kleine Zeit lang helfen. Ja, absolut. Jetzt habe ich die nächste Frage, also die sich jetzt daraus ergibt. Also wir haben ja jetzt mal festgestellt, also Sucht muss, und das wollte ich eigentlich im Vorsatz sagen, Sucht muss nicht zwangsläufig immer was Schlechtes, was Negatives sein. Oder Abhängigkeiten. Und wir reden ja hier, und das hatte ich ja von Anfang auch gesagt, nicht mehr über stoffliche Abhängigkeiten, sondern um die unstofflichen Dinge. Also das, was in unserem Kopf passiert oder mit den Augen oder den Sinnen passiert. Was ist dann jetzt mit Menschen, die ganz bewusst auf andere zugehen und versuchen, sie über ihre Neigungen in Abhängigkeiten zu führen? Was soll mit denen sein? Sind es gute Menschen? Wie seht ihr solche Menschen? Wie findet ihr das? Sehr interessant als Romanfigur. Kann ich gar nichts drüber sagen, weil ich sag mal, da gehören zwei zu. Einer, der sich führen lässt und einer, der führt. Dann kommt es drauf an, warum tut er das? Mit welchem Hintergrund? Kümmert er sich nachher um den, der in der Abhängigkeit drin ist? Wie tief führt er ihn rein? Was ist die Intention? Will er denjenigen kaputt machen? Will er dem vielleicht irgendwo raushelfen? Also so lapidar kann ich mir da keine Meinung drüber bilden, sorry. Das ist gut, dann weiß ich, dass meine Frage lapidar war. Das finde ich auch schon einen Punkt. Dann versuche ich es mal ein bisschen genauer darzustellen. Also gerade in bestimmten Communities sieht man ja immer wieder, dass sich Männlein und Weiblein vorstellen und sagen, sie sind jetzt also in der Neigung so und so und sie würden jetzt gerne irgendwie was kennenlernen. Und da wird ja schon eine Erwartungshaltung dargestellt. Und jetzt gibt es ja Menschen, die darauf reagieren, auf diese Anfrage. Ich sage jetzt mal einfach, ich denke mir jetzt mal was aus. Ich bin Sub und ich suche, habe die Neigung, dass man mir wehtut und suche auf diesem Weg Kontakt zu anderen Menschen. Gebe ich da nicht schon Tür und Tor auf, dass diese Leute, die mich in Abhängigkeiten führen wollen, da auf mich zulaufen? Oder nicht? Oder habe ich meine Frage ganz doof wieder mal gestellt? Nein, ich habe es schon verstanden, aber ich würde sagen, das ist ja, dann kannst du auch sagen, wenn du in einem normalen Partnerportal bist und sagst, ich bin weiblich und suche halt jemanden, mit dem ich, den ich heiraten kann, habe ich ja dann genau das Gleiche. Dann würde ich mich da ja auch schon in Abhängigkeit geben, weil ich da einen Mann suche. Also das ist mir einfach zu wenig. Naja, aber ich sag mal, einen Partner suchen wir ja irgendwo alle immer. Also wenn wir nicht einen haben. Also wenn wir einen haben, suchen wir natürlich keinen Partner. Aber wenn wir einen haben, dann suchen wir ja immer einen Partner. In dem Fall dieser Communities, die wir ja auch alle kennen, ist es ja schon so,
das war ich ja schon mehr als nur über Partnersuche reden, sondern wir reden ja schon über Sexualität, wir reden ja über Neigungen, die angesprochen werden. Ich bin devot oder ich bin dominant, ist eine Neigung, und den passenden, das passende Gegenstück fühlt sich ja angesprochen. Und wenn ich sage, ich bin devot und ich möchte geführt werden, fordere ich da nicht Menschen auf, mich in Abhängigkeit zu bringen? Ich meine, das Thema hat man ja jetzt auch schon ein paar Mal, dass es eben verdammt, verdammt gefährlich ist und ich mir nur drei Kreuze schlage, dass ich sage, ich muss da draußen nicht mehr auf Suche gehen, weil ich wäre genau diejenige, die wieder drauf reinfällt. Also ja, na klar ist das scheiße, um es mal klar zu sagen. Ja, wenn du diese Neigung hast, die führen zu lassen, musst du es ja bis zu einem gewissen Grad auch sagen, weil ich meine, ich könnte ja jetzt auch keinen normalen Partner suchen. Also ich brauche ja jemanden, der mich führt. Ja, natürlich ist das schlimm und schlecht und dumm. Also entweder hat man dann vielleicht eine Freundin, ja, die man sich an die Hand nimmt und sagt, hey, guck bitte mit drüber, weil ich krieg's allein nicht hin, oder ich falle halt immer auf diese blöden Idioten rein. Ja, natürlich, klar ist es schwer. Können denn Neigungen, die vielleicht Abhängigkeiten werden, auch zu Perversitäten führen? Jetzt wird es wieder schwierig, weil du gehst auf dieses komische Begriff pervers ein. Und wir haben uns ja, glaube ich, jetzt schon in fast jeder Sendung darüber unterhalten, dass pervers immer wieder eine abstrakte Formulierung ist, die eher einfach nur abwertend gemeint ist, in der Regel zumindest, aber nichts Konkretes aussagt. Und genau deshalb spreche ich es wieder an, lieber Chris, weil wir meistens diesen Begriff pervers so tangieren und irgendwie uns über diesen Begriff noch nie wirklich mal ausgetauscht haben. Und jetzt denke ich mal, passt Abhängigkeit, Neigungen, da passen vielleicht auch Perversitäten. Wo kann man diesen Begriff zuordnen? Wie kann man ihn am besten verstehen? Oder sollte man ihn am besten gar nicht benutzen, weil er einfach sinnentfremdet ist? Naja, das kann man so, ich meine, man kann ihn sehr schön benutzen. Ich meine, die Definition davon ist, die Grenze des Erlaubten überschreiten. Und ich meine, also ich benutze ihn gern in Buchbeschreibungen, weil es immer zuckt, weil es so ein Triggerwort ist, wo Leute eigentlich nicht wissen, warum sie dann drauf anspringen, aber sie tun's. Also da bewusst das einzusetzen, ja. Ansonsten ist es in meinem Sprachgebrauch eigentlich, vielleicht verwende ich es mal, aber dann eher in diesem, ja, keine Ahnung. Also das ist für mich ist es jetzt nichts Schlimmes, weil ich damit eher spiele, weil ich viele Dinge dann als pervers ansehen würde, die auch mich betreffen, wo ich sage, ja, aber mich stört es nicht. Ich finde es nicht so negativ. Ich weiß jetzt nicht, also sich über Schubladendenken zu unterhalten, dann sind wir wieder in irgendeinem Punkt, da können wir wahrscheinlich wirklich noch 5 Stunden drüber reden. Braucht man es nicht, braucht man gewisse Begriffe. Wahrscheinlich bräuchte man auch nicht mal mehr BDSM als Begriff, weil es ja eh jeder so auslebt, wie er es halt nun mal ausleben will. Aber wir haben halt nun mal solche Begriffe und man kann sich mit identifizieren, man kann damit spielen, man kann sie benutzen oder es auch einfach sein lassen. Also ich finde die Synonyme für pervers viel perverser als das Wort. Die sind halt alle pervers. Ja, also jetzt mal für euch und auch für die Hörer draußen, also die Bedeutung des Wortes pervers ist einmal erstens abwertend, oft in sexuellem Zusammenhang, entartet, verkehrt, nicht den moralischen Konventionen entsprechend, oder zweitens nicht logisch, folgerichtig, zueinander passend, verkehrt, widersinnig. Kommt wahrscheinlich aus dem Französischen, aber die Synonyme, die finde ich nun mal richtig böse, abartig, abnormal, fetischistisch, schöpfungswidrig, widernatürlich, sittlich verdorben. Ja, oh. Bin ich. Sittlich verdorben bin ich dann auch. Also schöpfungswidrig, oder wie war das? Das finde ich ja sehr nett. Schöpfungswidrig hört sich gut an, ne? Dann habt ihr gleich wieder was für eure Bücher. Das ist gut, stimmt, im Mittelalter wird das eigentlich ganz gut kommen. Super, danke.
Na, im Mittelalter kommt dann sittlich verdorben wahrscheinlich. Nee, schöpfungswidrig ist gut. Das sind doch die ganzen Leute, die kirchlich geprägt sind. Und es geht ja um die Schöpfung, die kirchliche, die göttliche Schöpfung. Hallo. Die perversen Nonnen, da sind wir wieder beim Thema. Ja, also ich meine, keine Ahnung, alles, was irgendwie anders ist, was nicht in die Norm passt, wird halt irgendwie betitelt. Und wenn man es nicht haben will, dann wird es halt noch mit einem negativen Stempel bedacht. Und so böse Menschen wie wir, da kann ich, also ich falle hier gerade von einer Ohnmacht in die nächste, also kann und kann trotzdem noch reden. Das finde ich total cool dabei. Es gibt ja diesen Oberbegriff anormal und dazu zählen dann die Unterbegriffe nekrophil, pädophil, masochistisch, sadistisch und sadomasochistisch. Dann kann man sehen, was ich hier für Leute kenne. Also Wir jemand, werden der hier auf gleichbedeutend mit Vampirsex steht, ist Nekrophil. der Nekrophil oder wie? Ja, also Nekrophil und Pädophil und masochistisch. Jetzt fühle mich richtig gut. Vielen herzlichen Dank. Also davon distanziere ich mich ganz, 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 ganz deutlich. Nekro und Pedo bin ich absolut gar nicht. Null. Und das in einem Zusammenhang zu bringen, halte ich für falsch. Ich auch, ich auch. Und aber der Witz ist doch der. Wenn wir uns jetzt mal die geneigten Hörer draußen angucken, die jetzt vielleicht uns nicht besser kennen oder die Szene nicht besser kennen, die in Foren gehen, die Informationsforen sein sollen, die finden genau diese Begriffe da drin. Und das finde ich gerade total pervers. Ja, das ist heftig. Also das schockiert mich jetzt auch, weil also ich meine, masochistisch, das ist ja jetzt mal was, was nur mich persönlich betrifft. Ja? Also wenn ich gerne leide, dann leide ich für mich still vor mich hin oder ich habe jemanden, der mich leiden lässt. Aber pädophil bedeutet, dass ich jemand anderem was antue und nekrophil, naja gut, der kriegt es nicht mehr mit. Aber das, also nee, das kann man, finde ich, überhaupt nicht gleichsetzen. Also tut mir dann leid für diejenigen, die uninformiert sich mit so einem Schwachsinn zumüllen, aber da distanziere ich mich jetzt auch mal ganz, ganz heftig davon. Ja, naja. Ich muss jetzt sagen. Ja, das Problem ist nicht das Wort, das Problem ist, dass es so viel beinhaltet und über die Jahre und auch in den Gebrauch her so undefiniert ist. Das Problem haben wir ja gerade in der heutigen Zeit sehr häufig mit Worten, dass ja, du bei vielen Worten dir schon denkst, kann ich das jetzt überhaupt noch nutzen oder komme ich dann in die falsche Ecke? Wobei ich glaube, dass die Mehrheit der Gesellschaft schon einen Unterschied sieht zwischen masochistisch und pädophil. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gesellschaft da draußen außerhalb der SMer, sag ich jetzt mal, das gleichsetzt. Ich mag Ja, wobei vielleicht. da ist wieder das Problem, dass der Begriff Pädophil den meisten schon so abstrakt ist, dass sie noch nicht mal wi genau wissen, was damit gemeint ist, sondern es einfach als Universalbegriff für alles benutzen. Chris, ich lebe 7 Kilometer von Limburg an der Lahn entfernt. Du weißt, worauf ich anspiele. Ich glaube, hier, gerade hier in der Ecke, wissen die Leute sehr gut, was pädophil bedeutet. Also ich glaube auch ganz ehrlich, dass das heutzutage kein Problem ist, dass die Menschen aufgeklärt genug sind, um auch, sorry, zwischen wirklich, das ist okay und das ist einfach nicht okay, unterscheiden können und dass Masochismus damit überhaupt nicht gleichzusetzen ist in keinster Weise. Also wo auch immer du das her hast, keine Ahnung. Aber ich glaube, selbst wenn ich hier auf meinem 500-Seelen-Kaff rumlaufe, gibt es keinen, der mich, wenn ich sage, hey, ich bin masochistisch, auch nur ansatzweise so anschaut, wie wenn ich rumrennen würde und sagen würde, gut, es ist bei mir ein bisschen blöd als Frau, aber wenn ich sage, hey, ne, ich bin pädophil, ich renne kleinen Jungs hinterher. Also das ist ein himmelweiter Unterschied und das wissen die Leute. Also das glaube ich nicht, dass es da auch nur einen gibt, der sich da irgendwie drauf einlassen würde. Weißt du, und genau das ist jetzt die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle. Natürlich, wenn man jetzt mal von dem Pädophil nicht abgeht, aber wenn man einfach mal sagt, wenn man sich hinstellt und sagt, ich bin es Emma, dann ist das Ganze so gedeckelt und so im Diffusen, dass viele, weiß ich nicht, die können sich bestimmt alles darunter vorstellen, dass wir
alles machen würden. Und weißt du, die sehen in Videos, wo irgendwelche älteren Kerle, Mädchen mit Mini-Röckchen den Hintern verhauen, die dann auch noch irgendwie niedlich aussehen. Dann guckst du dir die Mangas an. Ich weiß nicht, was wirklich unter Umständen bei diesen Begrifflichkeiten in den Köpfen der Menschen vorgeht. Ja gut, aber das haben wir auch bei Sachen wie Homosexualität, wo viele Homosexualität gleich mit Triebtätern gleichsetzen, gerade in rechtskonservativen Kreisen. Ja, ich fände das jetzt einen guten Einwand von dir, Chris. Also ich denke, Idioten gibt es immer, uninformierte Menschen gibt es auch. Aber ich meine, da sind wir mit unseren Büchern ja eigentlich ganz gut dabei, einfach mal ein bisschen aufzuklären und sagen, hey, dieser Kreis, auch Shades of Grey, hey, danke dafür. Ja, also es holt's mal ein bisschen aus dieser Schweinskram-Ecke heraus. Und ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern, genauso wie Homosexualität. Und die Leute gehen damit völlig entspannt um, was sie bei Pädophilie und Nekrophilie und was da noch alles war, garantiert niemals sein werden. Kann es sein, dass wir einfach mit unserer Sexualität deutlich sensibler umgehen wie andere? Dass wir das nicht mehr so oberflächlich betrachten, dass wir wirklich auch mehr gucken und dass viele Menschen diesen ganzen Bereich Sexualität so wirklich so flach abtun und da gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube nämlich, das, was Gypsy gesagt hat und was Lisa auch angedeutet hat, dass wir einfach viel, viel sensibler mit uns und unserer Sexualität und auch der Sexualität der Menschen, die in diesem Bereich sind, umgehen. Ich würde nicht sagen, dass es sensibler ist, sondern eher toleranter. Also, wie gesagt, mal abgesehen von den wirklich bösartigen Sachen, aber ich habe überhaupt nichts gegen Homosexuelle, ich habe nichts gegen SMer, ich habe auch nichts, nicht mal was gegen Hetero-Leute. Also ich denke mal, wir sind vielleicht einfach ein bisschen offener, gerade weil wir anders sind oder weil wir das anders ausleben. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen informierter, weiß ich nicht. Ich denke, als Schriftsteller haben wir natürlich auch einen ganz anderen Blickwinkel, da wir uns mit Sachen auch mehr beschäftigen und ein bisschen empathischer da sind. Ja, das ist mein großes, wie nennt sich das? Das ist der Stein, den ich auf meinen Schultern trage, dass ich hier drei Autoren habe, die wirklich höchst tolerant sind, die dann auch noch Dinge schreiben, die ja auch teilweise tiefgründig und sensibel sind. Ja, und dann sollst du versuchen, die irgendwie aufeinander zu hetzen und mit solchen Themen wie Sucht, wo sie dann wieder sehr tolerant sind. Also ihr macht mir wirklich Spaß. Du kannst dich aber für die AfD das nächste Mal einladen. Ich vermute, gehört zu haben, was du gesagt hast. Ich hoffe allerdings, dass das, was ich verstanden habe, nicht dem entspricht, was ich verstehen möchte. Nein, das war nur ein böser Witz. Wobei ich in dem Falle die sogar einladen würde, weil ich bin der Meinung, man muss jedem Menschen Gehör geben. So viel dann zu meiner Toleranz. Aber kann man jetzt eigentlich unterm Strich sagen, dass diese ganzen Dinge wie Perversitäten, Süchte, Abhängigkeiten, Neigungen einfach auch immer eine Frage der Toleranz und der Sensibilität der einzelnen Menschen sind, die sie betrachten? Nicht direkt. Es gibt, denke ich mal, so einen grundsätzlichen Punkt bei Menschen, ab dem praktisch alle mit einem, ich sag jetzt mal, wirklich gesunden Moral, also Moral jetzt nicht im Sinne von Gesellschaftsmoral, sondern im Sinne von gesunden Menschenverstand an irgendeinem Punkt, wo sie sagen, nee, das ist jetzt, das funktioniert nicht mehr, das ist einfach falsch. Also wo sich dann einfach nur noch die Gefühlsebene sagt, stopp, da geht's nicht mehr. Also ich meine, ein normaler Mensch ist ja bis zu einem gewissen Grad zumindest in der Lage, Gefühle zu empfinden und zwischen richtig und unrichtig und falsch zu unterscheiden. Und ich glaube, an dem Punkt muss man halt gucken, wo ist da so ein bisschen dieser Punkt, jenseits jetzt von gesellschaftlichen Normen.
Ich muss auch sagen, ich habe jetzt in den 2, 3 Jahren, wo ich schreibe, klar aufgemacht. Ja, also wenn ich vorstelle, wie vor 3 Jahren angefangen habe, da habe ich jetzt nur mich und meine kleine Welt gekannt, und durch das Schreiben und durch das Beschäftigen mit allen möglichen Themen, ja, gehst in Joy Club, gehst ins Internet, guckst irgendwelche Pornos an, kriegst mit, was die Japaner alles so treiben, du machst wahnsinnig auf, und trotzdem habe ich gemerkt, es gibt eben einfach Bereiche, ich könnte zum Beispiel einfach keinen schwulen Roman schreiben, ich kann es nicht, ich mag die total, es sind klasse Menschen, aber ich möchte nicht zuschauen, was die da tun. Das ist aber meine freie Entscheidung und ich finde die total super. Ja, also ich mag die richtig gerne. Aber es ist nicht mein Ding. Aber dann muss ich die nicht abwerten. Ich kann sie einfach sein lassen und sagen: Hey, macht ihr euers, ich mach meins. Ihr findet das, was ich mache, bestimmt auch nicht besonders toll. Man macht auf, man guckt sich einfach tolerant alles an, lässt jeden leben und hat aber trotzdem für sich selber. Und da bin ich schon der Meinung, dass das jeder für sich hat. Und wenn er mal alles andere weglässt, nur bei sich guckt, was kann ich nicht, was mag ich. Und so kristallisiert sich das dann auch bei meinen Büchern irgendwie raus. Ne? Es hat immer so eine gewisse Richtung. Und man kann, glaube ich, anhand von meinen Geschichten auch ganz gut sehen, wo finde ich mich wieder, auf was stehe ich. Ne? Das sind so diese Mittelalter-Folter-Szenen, das ist harte Gewalt und so, das ja. Aber gewisse andere Themen gehen bei mir überhaupt nicht. Also wenn ich diese Zuchtthemen sehe, ja, mit Milch Stuten abgerichtet. Ich könnte es nicht, ist nicht einfach nicht mein Thema. Und einfach mal jeder bei sich bleiben, bei sich gucken. Und ich glaube, jeder Mensch hat eine Ethik, eine mitgegebene Ethik, und die hat er. Und die sollte man sich auch nicht zuschütten lassen, sich nicht reinreden lassen. Dann wäre es, glaube ich, eigentlich relativ schön auf der Welt. Aber eigentlich bestätigt ihr doch genau das, was ich gesagt habe. Würdest du dein Gypsy, eine Frau, die sagt, ich bin gerne Zuchtstute, verurteilen? Nein, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch nur ein Mensch. Und es gibt so gewisse Dinge, da schüttel ich dann den Kopf. Das muss ich jetzt hier nicht alles breitreten. Ich habe eben auch einfach meine Grenzen, wo ich dann sage, nein, ich will weder wissen, wie es bei dir zu Hause ausschaut, noch möchte ich mit dir nach Hause gehen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Und da kann ich dann auch mal fiese Gedanken haben, ne? Aber die muss ich nicht aussprechen und ich muss dem auch nicht auf den Kopf zusagen oder so. Ich versuche dann leben zu lassen, auch wenn es mir innerlich vielleicht manchmal schwerfällt, und ich denke mir halt dann einfach meinen Teil. Also ja, klar, habe ich das auch, ich bin auch nur ein Mensch. Ein Hörer fragt mich oder fragt euch jetzt nochmal, es ist jetzt zwar ein bisschen wieder zurückgespult, aber die Frage steht halt bei uns im Live-Chat hier auf YouTube. Frag mal, ist SM eine Sucht? Ich würde sagen, in meinem Fall nein. Ich kann durchaus ohne leben. Ich bin auch oft gezwungen, ohne zu leben, weil einfach die Zeit fehlt. Ich bin halt nicht so wie Gypsy, die sich von jetzt auf gleich reinstürzen kann. Ich brauche ja ein bisschen Vorlaufzeit, ich brauche einen freien Kopf. Also jetzt kurz vor der Messe, vor der großen Leipziger Messe, könnte ich zum Beispiel überhaupt gar nicht in eine Session gehen, weil ich tausend andere Dinge im Kopf hätte. Von daher, wie gesagt, ich kann da sehr, sehr lange drauf verzichten. Und deswegen würde ich sagen, nein, es ist nicht zwangsläufig eine Sucht. Ja, also ich selbst ich, die ja da wirklich so latent Vollzeit irgendwie mit dabei ist, kann auch mal ein halbes Jahr ohne irgendwie Arsch ausgehauen bekommen, ganz gut leben. Mir fehlt was, ja. Aber also jetzt verglichen mit den Süchten, die ich habe, mit den wirklich konkreten Süchten, die ich früher ausgelebt habe, da hätte ich jetzt nicht einen Tag ohne Fressen und Kotzen zum Beispiel damals ausgehalten. Also das kann ich ganz klar trennen und sagen, nee, das eine ist eine Lust auf etwas, eine Neigung, und ich kann aber auch ganz normal normalen Sex haben und ich muss nicht permanent an der Leine rumgeführt werden. Nein, muss ich definitiv nicht. Ich weiß halt, dass das teilweise mehr Spaß macht, dass man sich da voll gut auspowern kann, aber selbst ich sage, nein, ist keine Sucht. Chris? SM für sich ist einfach eine Praktik. Das ist jetzt ganz nüchtern betrachtet einfach eine Spielart oder auch im weitesten Sinne kann es natürlich auch was anderes sein, aber für sich genommen ist es keine Sucht. Eine Sucht ist es durch das praktische Ausleben des Ganzen, aber nicht durch irgendwie eine Tätigkeit an sich. Also ich meine, Alkohol für sich ist durch einen Weinberg und durch einen Winzer auch keine Sucht.
Ja, ich wollte gerade sagen, also es gibt natürlich auch sexsüchtige Menschen. Ich glaube, es gibt fast keinen Bereich, aus dem du nicht eine Sucht machen kannst, wenn du es denn möchtest, ja. Und wenn du natürlich sagst, ich brauche das und du hast nichts anderes und dann rennst du draus. Und klar kannst du daraus wahrscheinlich auch eine Sucht machen, aber wie es der Chris richtig gesagt hat, prinzipiell von sich heraus ist es das mal ganz bestimmt nicht. Ja, ist es auch nicht, wenn ich jetzt mal meiner Therapeutin glauben darf, denn auch ich habe ja so die eine oder andere Schramme auf meiner Seele und hatte dann vor einigen Jahren auch das Problem, dass ich dachte, ich bin SM-süchtig. Und da hat mir die gute Dame dann erklärt, dass die Sexualität und der sozusagen darauf aufgesetzte SM so wie so eine Sinuskurve ist. Das schwillt mal an und dann braucht man das ein bisschen mehr und dann kann es aber auch über Monate, Wochen, Monate oder Jahre auch aussetzen, dass man es nicht mehr braucht und dann möchte man es einfach wieder haben. Also laut Aussage meiner Therapeutin ist es definitiv keine Sucht. Vor oder nachdem du sie Punkt, Punkt, Punkt gemacht hast. Das war meine Therapeutin. Ja, als Schriftsteller kommt mir jetzt gerade Kopfkino. Ich habe sie gefragt in dieser Phase, ob sie dazu Lust hätte, und sie hat mir klargemacht, sie ist meine Therapeutin. Autsch. No, das war ein Teil meiner seelischen Genesung. Ja gut, also für mich jetzt alles zusammengefasst, wo fängt Sucht an, wo hören Neigungen auf, Perversitäten, Toleranzen, kann ich mich eigentlich wieder nur bei euch absolut bedanken. Unterm Strich ist es wirklich so, dass jeder Mensch bitte erstmal in sich hineingucken muss, bevor er andere Menschen in irgendeiner Art und Weise niedermacht oder negativ darüber nachdenkt und erstmal guckt, ob man nicht selber irgendwo seinen Mist in die Ecke selber reinkehrt. Also das ist so für mich so ein bisschen so das Statement, was auch immer wieder in unseren Sendungen rüberkommt, dass man aus ganz vielen Ecken sich Probleme angucken muss, bevor man überhaupt anfängt, erstmal zu beurteilen. Könnt ihr da mitgehen? Ja, absolut, das hast du schön gesagt. Ich finde das auch toll, dass wir sind wirklich vier so unterschiedliche Menschen, uns verbindet vielleicht das Schreiben, aber letztendlich kommt jeder aus seiner Ecke, jeder ist seinen Weg gegangen, wir haben alle schon ein gewisses Alter, und trotzdem schaffen wir es ja auch, friedlich miteinander zu sein und wir finden immer irgendwie so einen Grundtenor und das kann man schön übertragen. Ich denke mal, das sollte für jeden Menschen gelten, egal was er ist, egal wo er lebt und wie er lebt, dass er erstmal vor der eigenen Tür kehrt, bevor er sich auf irgendjemanden anderen stürzt und vielleicht auch erstmal die Hintergründe erkundet, bevor er irgendwo verurteilt oder auch beurteilt. Weil mit dem Beurteilen ist es schwierig, wir sind Menschen, klar, man hat sich recht schnell eine Meinung gebildet, aber bevor man da wirklich dran festhält und sagt, boah, so ist das aber, sollte man vielleicht erstmal gucken, was war denn mit dem anderen Menschen? Wieso ist er da hingekommen? Wieso ist er so, wie er ist? Und ja, für mich ist es einfach Grundvoraussetzung, um als Mensch überhaupt betitelt zu werden, dass man tolerant ist, dass man vielleicht auch mal den anderen ansieht, bevor man direkt niedermacht und sagt, das ist aber. Ja, das, wie gesagt, also ich habe es ja schon vorab gesagt. Ich glaube einfach, dass das heutzutage ganz oft das eigene nicht mehr betrachtet wird, dass Menschen auf andere Menschen, egal welcher ethnischen oder anderen Herkunft sie auch immer sind, einfach nur drauf eingeprügelt wird und man selber eigentlich nicht sieht, dass man sich gerade das Glashäuschen, in dem man da sitzt, selber kaputt macht und dann dieselbe Luft atmen muss. Ich soll euch noch vom Dieter Pechstein aus dem Live-Chat hier bei uns YouTube Live-Dashboard grüßen und von Lutz und Mandy auch einen schönen Gruß. Liebe Grüße zurück, schön, dass ihr da seid. Ja, von mir auch. Hallo. Liebe Grüße auch von mir.
Ja, jetzt können, das hatte ich euch auch noch nicht gesagt, jetzt können so die Leute mal so ein bisschen so die Off-Gespräche auch mitkriegen. Also die Sendung ist noch am Laufen, aber ich möchte mich jetzt mit euch mal darüber unterhalten. Was machen wir jetzt nächstes Mal? Miteinander reden. Ja, haben wir denn schon ein schönes Thema? Also ich hatte jetzt in der letzten Zeit mitbekommen, dass es ganz viele Abschreiber gibt und Leute, die da ganz komische Sachen machen im Self-Publisher-Forum. Ich dachte mir, man geht mal vielleicht wieder ein bisschen mehr auf die Autorentätigkeiten ein, vielleicht auf die Gebiete in den Autorentätigkeiten. Auf die Abschreibung. Also prinzipiell klar, gerne. Also jetzt, wenn wir schon mal so schön viele Live-Zuschauer haben oder vielleicht Leute, die sich hinterher noch anhören, ich fände es einfach total klasse, wenn da mal ein bisschen von euch was kommt, weil wir suchen uns halt dann einfach Themen aus, aber ihr könnt ja jederzeit auch einfach mal sagen, hey, mich würde mal das interessieren, keine Ahnung. Mit den Abschreibern, ich weiß nicht, bei mir ist das immer schnell gesagt, ich gucke einfach nicht hin, ich will nicht wissen, wer klaut und das hatten wir, glaube ich, auch schon. Also da gibt es, finde ich, nicht viel zu sagen. Ne? Es ist ganz klar, es ist scheiße es schädigt uns allen. Also vielleicht kriegen wir ja mal einen super Vorschlag von irgendeinem, der uns zuhört. Naja, also wir haben jetzt zurzeit den René, die Mandy, den Dieter und mich im Chat hier direkt aktiv. Vielleicht habt ihr ja schon mal eine Idee für die nächste Sendung. Wie wäre es, wenn wir mal was absolut Positives machen und vielleicht mal so ein paar Tipps für angehende Schriftsteller geben, so alle, wie mache ich das eigentlich, wenn ich jetzt weiterkommen will? Ich habe ein Buch geschrieben, was mache ich denn da eigentlich? Gute Idee. Das Das finde ich ist schön. cool. Wir könnten eine Sendung machen. Wie schreibe ich ein Buch? Und dann setzen wir vier uns zusammen und schreiben darüber ein Buch, wie man ein Buch schreibt. Also ich meinte eher, das Buch ist geschrieben, aber was mache ich jetzt damit? Ich habe da ein tolles Buch, eine tolle Geschichte und es gibt da draußen wirklich viele, viele tolle Geschichten. Ich kriege es immer wieder mit, wo ich sage, ich verstehe nicht, warum gerade diese Geschichte nicht das kriegt, was sie verdient. Also wo ist der Fehler? Wo müsste ich ansetzen? Viele Leute stehen ja auch da und denken, ups, jetzt weiß ich gar nicht. Ja, ich habe meine Geschichte, die ist auch gar nicht schlecht. Der Oma, die Opa, die Oma, der Opa, die Mama, was weiß ich, wer hat gesagt, die ist gut, aber was mache ich denn jetzt damit? Das ist eine gute Idee. Und ihr drei seid ja auch relativ erfolgreiche Indie-Autoren. Ja, also ich würde jetzt vorschlagen, dass wir das machen können. Also wie bringt man jetzt diese Geschichte, die man dann fertig hat, auf den Markt, dass die dann auch gelesen wird und Anerkennung findet? Würde jetzt vielleicht aber noch bitten, dass man, wie kriege ich diese Geschichte aus meinem Kopf auf den Rechner oder auf dem Blatt Papier? Können wir auch mitmachen. Weil wir reden ja dann 1,5 Stunden miteinander und ich denke, dass man vielleicht dann guckt, dass wir den ganzen Schaffensprozess dann in der nächsten Sendung, das Das wird Buch mehr wie eine Aufzucht und Sendung. Pflege, so machen. Aufzucht und Pflege, mein neuer Roman. Nein, ich finde das Thema gut. Und ich meine, ich glaube, wenn jeder von uns einfach nur mal erzählt, was er macht, wenn er eine Idee hat, ich glaube, da haben wir auch schon drei ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen, wenn er gerade wieder so in der Phase ist, ich kann nicht mehr schreiben. Gibt es ja vielleicht auch, oder dass man eine Idee im Kopf hat und sagt, hey, ich kriege die einfach nicht aufs Papier, keine Ahnung. Also wenn irgendjemand zuhört und sagt, hey, mir geht es auch gerade so, kann er ja auch nochmal direkt Fragen stellen. Und ansonsten plaudern wir einfach über das, wie wir angefangen haben, wann wir uns getraut haben, was wir alles so erlebt haben in der Zeit. Also ich denke, da kriegt man locker 1,5 Stunden voll. Genau. Und jetzt hat auch noch der René einen Tipp gegeben und den finde ich total klasse auch, weil genau das war mein Problem in meinem jetzigen Werk, was ich da gerade schreibe. Wie schreibt man ein Buch mit BDSM-Elementen und wie schreibt ihr ein Buch mit BDSM-Elementen? Mein Problem war, dass ich bei meinem ersten Buch schon mich vorsichtiger ausgedrückt habe als das, was in meinem Kopf war. Und jetzt endlich traue ich mich, das zu schreiben, was in meinem Kopf ist, und ich fühle mich viel besser damit. Das ist aber, also so geht es mir auch, wenn ich versuche, über irgendwas zu schreiben, was ich nicht kenne, fällt es mir wahnsinnig schwer. In dem Moment, wenn ich aufschreibe, wie es in meinem Hirn gerade ist,
Funktioniert sehr viel besser, es macht viel mehr Spaß und es kommt auch immer besser an. Ich glaube, da kommt dann auch das einfach rüber, dass man es empfindet, dass man das macht. Also ich bin froh, dass ich keine Sachromane oder irgendeine Fachliteratur schreiben muss, weil da würde nur Kauderwelsch rauskommen. Denken und Schreiben ist eigentlich relativ identisch. Super. Okay, dann habe ich das jetzt entschlossen. Also wir werden die nächste Sendung machen, das Buch Aufzucht und Pflege. In diesen ganzen Dingen kann man ja dann das reinbringen, was wir gerade für wichtig erachten, wie man dieses Buch vielleicht gliedern kann, wie man es dann vorstellt, was man für ein Cover braucht, ob man ein Cover braucht und wie man den Menschen draußen zeigen kann, dass es hier was, was auch wirklich lesenswert ist. Ich denke, das ist das, was die Lisa auch meinte. Richtig. Gut. Dann haben wir es geschafft und ihr habt es mit mir geschafft und überstanden. Ich freue mich ganz doll, dass wir jetzt hier anderthalb Stunden reden konnten, dass ich mich mit euch über diesen Gedankenfurz von mir, wo fängt Sucht an und wo hört Neigung auf, reden konnte. Hab ein paar ganz, ganz wichtige, schöne Sachen für mich wieder mitgenommen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei Gypsy Payne. Wenn du noch einen Abschlusssatz hast, darfst du den gerne sagen. Ja, also erstmal danke fürs Zuhören. Danke, dass ich hier sein durfte und dass ich immer so viel von mir erzählen darf. Ich hoffe, ich trete da keinem zu nahe. Ich habe vorhin nur so gedacht, ich glaube, das liegt aber auch, dass wir so offen sein, liegt auch einfach daran, weil wir alle schon irgendwie eine harte Schule mitgemacht haben oder dass wir halt einfach irgendwie dadurch, dass du anders bist, dann auch begreifst, dass andere auch anders sind. Also ich finde immer die, die so nach Norm funktionieren, das sind eigentlich die schlimmsten von allen, weil die würden gerne irgendwas tun und trauen sich nicht. Und wir haben alle miteinander einfach irgendwann entschieden, das Leben zu leben, uns auszuleben und einfach das zu leben, worauf was wir Lust haben. Und genau deshalb geht es uns auch gut und deshalb können wir auch irgendwie tolerant anderen gegenüber sein. Also das so als kleinen Tipp irgendwie sagen, hey, sich selber ein bisschen lieb haben und ein bisschen das leben, was man gern möchte, dann kann man es bei anderen auch ganz gut ertragen, wenn die glücklich sind. Ja, danke schön. Ja, dann möchte ich mich bedanken beim Christian Knight, der, obwohl es ihm körperlich, wie ihr bestimmt auch hört, nicht so besonders gut geht anscheinend, trotzdem heute da war. Für dich auch noch ein Abschlusssatz. Ach, so schlimm geht es mir schon gar nicht mehr. Ich bin auf dem Weg der Besserung und es sieht fast so aus, als würde ich diese Männerschnupfen überleben. Nein, du armer Männerschnupfen. Oh, lass dich pflegen. Er hat gerade überlegt, willst du ihn jetzt pflegen, dann stirbt er. So, und dann möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken, auch bei Lisa Skütler, die trotz ihrer vielen Arbeit sich die Zeit genommen hat, hier an der Autorenrunde teilzunehmen und da zu sein und ja auch sehr kontrovers mitgesprochen hat. Auch für dich noch ein Abschlusssatz, liebe Lisa. Ja, also ich möchte mich auch bei allen bedanken, die heute Abend zugehört haben, die mitgemacht haben. Ja, ganz liebe Grüße an euch da draußen, besonders an den René, der ja jetzt, glaube ich, schon fast ein Jahr uns begleitet. Und ich hoffe, wir sehen uns in Leipzig. Ich bin schon total aufgeregt und war eine tolle Sendung. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, und ich bedanke mich natürlich bei allen Hörern, die uns zugehört haben, bei den Menschen, die sich trauen, zu uns in den Live-Chat hier auf YouTube zu kommen, mit uns ja auch mehr und mehr zu schreiben und auch Fragen zu stellen in den Chat hinein. Ja, Dankeschön. Es war schön. Ich hoffe, ich schaffe es am 1. Februar im April dann wieder eine Sendung zu machen, dass wir die Reihenfolge auch wieder ordentlich einhalten können. Ja, macht's gut, Leute da draußen. Es ist wie immer dunkel in Deutschland. Tschüss und bye-bye, euer Tom Walker.